Angelina Jolie hat seit Jahren eine besondere Beziehung zu Kambodscha. Ihre vierte Regiearbeit heißt Der weite Weg der Hoffnung und zeigt die dunkelsten Jahre in der jüngeren Geschichte des Landes aus der Sicht eines Kindes. Das viel diskutierte Ergebnis ist äußerst authentisch und geht unter die Haut. Für sowas bin ich nicht die Richtige. Ich bin langweilig. Eine Filmschauspielerin muss doch üppig und sexy sein. Ich meine, sind das nicht die Regeln in dieser Stadt? Sie sind eine Ausnahme. Die Regeln gelten nicht für Sie. Was kann Warren Beatty noch über Hollywood-Legende Howard Hughes erzählen, das in Aviator noch nicht erzählt wurde? Dass er seinen Angestellten keine Romanzen gönnte. Gemütlich und ohne Höhepunkte plätschert Regeln spielen keine Rolle vor sich hin. Tut nicht weh, haut aber auch nicht vom Hocker. Freunde, die meine Geschichte kennen, sagten immer wieder, du musst dahin. Für mich lag Chile aber irgendwie in weiter Ferne. Auf Klangsuche in Chile. Nach mehr als 40 Jahren kehrt Rod González im Dokumentarfilm El Viaje in sein Geburtsland zurück, auf der Suche nach den Protestsongs von damals. Der Bassist der Band Die Ärzte bringt in einer sehr persönlichen Dokumentation die musikalische Gegenwart und Vergangenheit des Landes zusammen. Das Mädchen heißt Esther und da gibt es noch jemand. Es wäre gut, wenn wir ihn möglichst schnell finden. Hast du Angst? Hm. Ist normal, alle haben Angst. Was willst du jetzt tun, Sheriff Michlönchen? Typen wie du machen hier nicht die Gesetze, klar? In Das Ende ist erst der Anfang ist der Wahnsinn der eigentliche Hauptdarsteller. Irgendwo zwischen Neo-Western und Krimi bewegt sich der Film, in dem wortkarge Figuren existenzielle Fragen beantworten müssen. Der Humor ist zynisch, die Gewalt skurril und der Gesamteindruck hervorragend.